The following video is rated P. Ja, und mit diesem wunderschönen... I feel really full. Alter. Jetzt könnt ihr die Ansage machen, jetzt habe ich keine Lust mehr. Bin so. Im Status Healing. Okay, oh, das heißt, toll. Ich habe Schaden. Du hast ein bisschen Schaden, ja. Na gut, mit dieser wunderbaren Feststellung begrüßen wir euch herzlich zurück zu Let's Play DayZ Standalone Alpha mit Chris, Carsten, Dustin und der Domi ist diesmal auch mit dabei. Sag hallo, Domi. Hallo, Domi. Ja, sehr gut. Da haben das wir. Erste Mal, dass er den übrigens hört. Ja, richtig. Er war es übrigens, ich will das jetzt mal ankündigen, er war es übrigens, der mir den Angriff auf Chris befohlen hat. Was? Ja? Er hat gesagt, wenn ich das nicht mache, dann tötet er meine Familie. Ich nenne das Miststück mal namentlich, damit wir das auch auf Band haben. Genau. So. Jetzt weiß jeder, Domi ist ziemlich hinterhältig. So, wenn wir das geklärt hätten. Ich komme euch auch gleich besuchen. Ich habe nämlich überlebt, habe so viel Essen gefunden. Nice, wo bist du? Immer noch immer dort. Gut, Bloblo. Ups, Bloblo. Irgendwie die Abteilung. Ja, okay. So, wollen wir dann mal ein bisschen. Wer ist der Honk mit der Pudelmütze? Hä? Wer trägt denn hier bitte eine Pudelmütze? Würde ich nicht wissen. Okay. War klar. Kuckuck. So. So, wollen okay. wir weiter? Ja, auf jeden Fall. Carsten und Fäpschen Masken tragen, ist ja bekannt. Ja. Sicher das. Wollen wir mal gucken. So, also, wenn wir, jetzt, wenn wir jetzt Spieler sehen, was machen wir mit denen? Wollen wir die Faustkämpfer austragen lassen? Ja, wir schleppen auf jeden Fall einen erstmal mit. Okay. Den fesseln wir und nehmen wir dann mit. Okay, ich hab Handschellen. Ich auch. Zwei Stück. Wo seid ihr denn? Ich hab eine. Wir laufen von Kamishobo Richtung Channel. Haben die Leute noch mal ein bisschen gepatcht? Das mit dem Healing ist jetzt neu. Ja, ab morgen kommt ein neuer Patch raus. Morgen kommt ein großer Patch. Ein großer Patch kommt morgen raus. Ey, ist insofern interessant, weil das Healing anscheinend irgendwie dauerhaft ist. Ich glaube, ich bin schon lange voll geheilt. Aber habe immer noch diese Statusanzeige. Muss daher ja immer noch mal in die Grafikeinstellung. Wir müssen mal nach Handschuhen für mich suchen, ich habe noch keine. Warum hast du langsam Schwielen an deinen Wichsgriffeln? Ja. An meinen fetten Wurstfingern, mit denen ich mir Reis esse. Braucht jemand von euch einen fetthändiger Trottel? Braucht ihr einen Defi? Ich hätte zwei. Nee, aber ich glaube, Chris braucht einen Vibrator. Bring mir so einen. Und das sind fast schon lange nach einem Buttplug. Ja, den wolltest du mir schon lange mal geben. Ne? Nein, du machst dein Wort nicht wahr. Ja, aber ich habe dir auch immer gesagt, du kriegst ihn erst dann, wenn du nicht damit rechnest. Und du dich ja, das Problem ist, du hast es mir gesagt, jetzt rechne ich immer damit. Ja. Irgendwann vergisst du das. Ja, aber irgendwann vergisst auch du das. Frag dich, wer das bessere Gedächtnis. Und dann gibt es irgendwann Surprise Anal. Oh ja. Darauf stehe ich. Die beiden, ey, ne? Aber ich finde schön, dass die beiden heute so so gesprächig sind. Dann muss ich weniger reden, ja. Was würde jetzt eigentlich passieren, wenn ich dir ins Bein schießen würde, Chris? Wird das wehtun? Und dann würde ich dir in den Kopf schießen. Wenn du mich dann noch triffst mit deinem Matschauge. Boah, Alter, Chris ist schon wieder stehen geblieben, ey. Was ich hätte Handschuhe. Hast du Angst? Ich hab immer Angst. Ich bin Batman. Ich halte hier schon nach Spielern aus, weil die hier irgendwo spawnen unter Umständen. Da musst du auf den Strand gucken. Solnitschny ist immer noch perfekt dafür. Ja, das stimmt wohl. Da gehen wir jetzt auch hin. So, jetzt sorgt mal dafür, dass wir hier so ein bisschen Frischfleisch kriegen. Der wird schon wieder nervös, der bengelt. Oh. Der hat schon wieder Hitze. Ihr werdet beide schon Shorts. Wieder nervös. Oh, ich muss meine Achse Blut tränken, ich schwör's dir. Wusstet ihr, dass mit einem späteren Update eine Kettensäge hinzugefügt wird? Ja. Ja. Also ihr wisst, was meine Beschäftigung sein wird? Ja. Kettensäge Massaker 3. Ja, Mann. Kein Zorn Massaker. Dann hol ich mir eine geile Maske und dann geht's hier richtig rund. Wo ist jetzt eigentlich der Held mit dem Essen? Habt ihr das Schiffswrack da hinten schon mal gesehen? Ich noch nie. Ja, ich schon.
Da gibt's einen Musin. Ja, okay. Das noch du wart ja auch schon mal drauf. Auf dem durch? Schiff ja. Gibt's das? Nicht auf dem. Na, auf dem ganz hinter Berezino noch. So, okay. Weil bei dem hätte mich jetzt gewundert, da war ich schon mal da drauf. Öfteren. Boah, wer schreibt mich immer an, wenn ich in Aufnahmen bin? Backkos. Weil ich ehrlich der Erste bin, der Vorläufer, werde ich auch gleich als Erster erschossen. Das ist schön, ne? Ich bin der Letzte. Und wir gucken mehr nach vorne als nach hinten. Klar. Das ist dran, ne? Aber immerhin kann dir keiner von uns in den Rücken schießen. Und momentan gibt es jetzt nicht so viel Wald, wo man mal schnell hinsprinten könnte. Weil ich meine, so einfach auf die Entfernung zu treffen, das habe ich herausgefunden, ist das nur auch nicht. Na, das stimmt. Aber ich habe letztens schon mal ein bisschen an Zombies und Kacknoobs geübt. Oh ja. Ich würde auch gerne noch meine Musik mit Aufsatz finden. Also ja, kauf dir einfach mit dem zufrieden, was du hast. Als hätte er was in der Hose, oder? Ja, hast du auch. Da sehe ich und schon, wie es da braun durchsickert. Ah, guck mal, Flo wollte sicherlich gemoved werden. Ist online. Oh, Flo wollte gemoved werden? Ist Flo gemoved worden? Ne, ist er nicht. Wollte rechts ist ein... Oh, Flo will gemoved werden. Move Flo mal. Warte mal, ich flo. Moma, ja. Ein genau. Wunderschön. Ich begrüße dich an der Hi, Flo. Hallo. So, ich followe. Das ist sehr cool. Ich folge. Seid ihr noch in Krishino? Wir sind jetzt auf dem Weg nach Solnitschny. Genau, dann wieder wartet, Richtung dann Osten der Straße. Ja, wir plündern hier nochmal das Haus an der Straße, lauf einmal mal Straße lang, du wirst uns finden. Ja, ich ruf mal kurz meinen Kollegen an, dass er auch kommt. Er ruft genau, seinen Kollegen. Ruf mal Kollege. Ruf mal Kollege. Ich bin dafür, wir warten hier auf andere Spieler, machen Schießübungen, sobald sie die Straße hochkommen. Das habe ich gestern mit meinem Kollegen gemacht. Hallo, du! Lass mal auf die Straße stellen. Was ist los? Das bin ich. Nur Hallo gesagt. Achso. Leute, lass mal. Oh, hätte jetzt jemand so einen tragbaren Gasgrill dabei, wäre das geil. Dann würde ich mich hier an den Straßenrand setzen, Grill aufbauen und einfach nur chillen. Bist ein Scharfschütze. Ich hab den ja weggeworfen, weil er noch ohne Funktion. Ich hatte den schon mit Gaskartuschen und allem drum und dran. Mir fehlt Leute, nur noch eine Pfanne, eine Dose Flo Bohnen hatte ich da noch. Wir können auch in Solnitschny warten. Ich würde auch in Solnitschny warten wollen. Da können wir vielleicht noch Leute antreffen. Ja, richtig. Naja gut, aber das ist allgemein jetzt nicht so brechend voll, ne? Ja, Leute sind toll. Egal, wird noch. Was sagtet ihr nochmal? P, ne? Ja. Was sind jetzt nicht so Miss K, Dave, Punky, Kipland Kinkel, Major Fätzchen, der Jerome, Wuhu! Oh Jerome, was, wo habt denn das jetzt her? Pabi, nimmst du auf? Ja. Carsten oder Dustin, zieht mal 269 hier rein bitte. Warte. Hallo 269. Hallo. Hi. Wird er hier nach und nach voller? So. Ja, damit haben wir schon mal Serverüberlegenheit hier. Ja, auf jeden Fall. 11, ich bin drin. Wir haben ja, super, ich höre dich. Hörst du mich? Ja, ich höre dich, aber ich bin auch schon im Game drin. Achso, ich muss kurz Steam starten und so eine Scheiße. Ja, passt. Das ist ein wunderbarer Sonnenblumengärtner da auf dem Schild. Guck ihn dir an. Hier ist ein Zombie, ich will ihn töten. Sonnenblumengärtner. Warte, hier ist ein Zombie? Wunder. Ja. Hast du Verirrung oder was? Guck mal hier. Halt mal in die Schnauze, hier ist einer. Ja, das ist ein Hase. Hast du den Hasen gehört? Guck ihn dir an, ey. Guck mal hier. Was seht ihr, was ich nicht sehe? Ey, lass mal bei dem anrufen. Ja, Telefon 44 631 265. Steht auch eine Vorwahl? Vom... Ja, das weiß ich nicht. Ich frag mich, achso. So, Levent, ich bin auf unserer Speerposition. Ja, leider nicht. Ja, achso, okay. Das ist aber schade. Aber bei Puster 4 wohnt er.
Bei mir jetzt. Fährt er gerade hoch. Fax schreiben. Ey, dann müssen wir mal Puster 4 besuchen. Ja. Ist ja auch hier irgendwo. Man sich gruppenweise alle treffen so und dann irgendwie losziehen. Ich glaube, die Leute würden Schock bekommen. So ein Flashmob in DayZ. 30 Leute auf einem 40er-Server. Ja. Und dann schreien alle Leroy Jenkins und laufen mit einer Axt. Auf und ohne Klamotten. Genau, ohne Klamotten. Auf den Schienen hintereinander. Und ja, einer wirft eine Handgranate in die Mitte und alle tot. Ich glaube, der hat ausrüstungsmäßig dann gewonnen, ey. Ja. Das hat er ja schon letztens bei Dustin, seinem Bruder und mir. Wir könnten auch uns irgendwie abgeknallt machen. Ja. Bring nacheinander alle vom Dach. Ja. Ja, mach ich mit der Ausrüstung jetzt auf jeden Fall. Scheiße. Ja, Mann. Nee, ich meine bei so einem Flashmob mit 30 Leuten. Ja, nee, trotzdem. Seltsam aussehen. Du siehst seltsam aus mit deiner komischen Gasmaske da hinten. Ja, du siehst normalerweise seltsam, also so. Florian, bist du ganz normal Florian oder was? Nein, Navy ist hier. Bist du schon drin? Welcher Mongo sprintet eigentlich so weit da vorne? Das ist. Oder kommst du jetzt nach? Ich bin schon drin im Game. Ich bin. Irgendwer macht den Scout. Warte. Okay, ich komm jetzt. Der gierige Dustin. Jetzt ist es der gierige Chris. Der Weg ist echt weiter, als ich dachte. Jetzt ist Dustin. Du, das ist noch viel weiter. Alles klar, Chris. Bin da. Wir laufen ja gerade noch vor. Ja, ich sehe dich. Ich bin hinter dir. Das war schon Solnitschny. Komm her. Solnitschny? Die 11. Siehst ja, du? Ja, check. So, komm. Folgen wir. Waffe gezogen? Ja. Ja. So, morgen kommt Update. Oh ja. Sonst schön mit einer neuen Waffe. Aus dem Wald. Mal kurz. Zur Linken. Was sehen wir zu unserer Linken? Ein Wald. Hammer. Chris ist unser Reiseführer. Hast du es gemütlich? Reiseführer. Hi. Grüße dich. Hey, Five. Läuft er schon wieder weg? Bus 11. Da bin ich. Ich komm. Kurz die Karte rausziehen. Das war Solnitschny hier, oder? Braucht die Karte nicht, also um jetzt nicht um nach Solnitschny zu kommen. Jetzt steht im Charakter-Screen auch wirklich healthy. Sehr schön. Ja, das hatte ich auch. Wo Carsten mir dann gesagt hat, du musst fressen, trinken und dann stand das da. Und dann hat er sich übergeben. Nee, war nicht so. Okay. Ich habe immer nur, wo bist du denn, Levin? Ich bin jetzt auf der Straße. Ja, 100 siehst Meter. Du mich? Ja, rechte Seite. Jetzt müssen wir nur noch Leute finden. Ja, guck mal, hier ist die Tür geschlossen. Gestern haben wir erstmal einen Kopfschuss verpasst. Was denn? Der neu gestartet ist. Ist ja eigentlich ein deutscher Server oder? Weiß ich nicht. Da ist ja was los. Da sind Leute geschrien. Achso. Und put. Wie viele sind wir jetzt? Wir sind jetzt. 7. Zu viele. Flo, willst du. Also, ich habe hier einen Neustarter, aber der steht da rum. Wo? Aber wo ich bin. Wo da. Bist du? Steht da nur rum, aber. Lass mal da hinten zu den Silos. Schwarzes T-Shirt, blaue Jeans. Nimm die mal mit. Hier, genau. Also fesseln und mitnehmen. Nehmt den mal mit zu uns, ja. Wir haben lustige Spiele vorbereitet. Sobald wir 2, 3, 4 Leute haben, dann machen wir so Faustkämpfe und der gewinnt, der wird ausgerüstet und darf mit uns ziehen. Ja. Solange wir es gestatten. Ja, bis ich ihn dann umknalle irgendwann, weil ich zu nervös werde. Eigentlich müssten wir immer nur Leute mit haben, damit man zwischendurch Dustins Blutdurst stillen kann. Ja, Blutdurst nennen wir das, nennen es Langeweile. Das hier ist nämlich. Hello, where you are from? Das hier ist unter uns nämlich der Verrückte. Ich gar nicht. Mit dem unstillbaren Blutdurst. Das stimmt auch nicht ganz. Natürlich. Where you are from? Oh, Flo, Mann, er schießt ihn nicht, du Sau. Er gibt dir die Hand, Mann. Warum nicht? Was hast du denn davon? Hast du ihn jetzt erschossen? Jetzt kriegt er erstmal meine F5.